Auch weisen die Ruinen dieser Kultur nicht die geringsten Kriegsspuren auf. Man kennt keine Hinweise auf Brände oder Zerstörung. Dafür fand man sehr viel Kinderspielzeug. Manche Forscher glauben, dass hier vorwiegend eine Art Mittelschicht lebte und dass sich die Gesellschaft nicht hierarchisch aufbaute, sondern nach dem Prinzip relativer Gleichheit. Das heißt, es wurde stärker nach Gesichtspunkten unterschieden wie dem ausgeübten Beruf oder verwandtschaftlicher Zugehörigkeit und nicht nach einer strengen und starren Hierarchie, wie sie für Ägypten, Mesopotamien oder China typisch war. Die hochentwickelte städtische Kultur am Indus widmete sich offensichtlich in erster Linie dem Vergnügen. Sie kannte keine Kriege. Und es gibt kaum einen Hinweis auf die Existenz eines Königs oder irgendeiner anderen Form absoluter Herrschaft. Wie konnte eine solche Kultur jahrhundertelang bestehen? Neue Funde in Dolavira werfen ein neues Licht auf diese Kultur. Neben dem Haupttor im Norden der Stadt entdeckte man Schriftzeichen, die bislang nicht entziffert werden konnten. Zum ersten Mal tauchten Schriftzeichen der Induskultur an einer solchen Stelle auf. Die Schriftzeichen sind relativ groß, etwa 30 x 30 cm. Ihre feinen weißen Linien zeigen Spuren einer Holzmaserung. Vermutlich waren die Zeichen in ein Stück Holz eingelegt gewesen. Sie bestehen aus einer Art Quarz. Es fanden sich insgesamt 10 Schriftzeichen. Sie waren auf einem 3 Meter langen Holzbrett angebracht gewesen. Es stellt sich die Frage, warum diese großen Schriftzeichen an dieser Stelle standen. Ich glaube, es ist das älteste Symbol ihrer Welt und geht zurück auf die Zeit von Harappa. Wir hatten erwartet, einen hölzernen Rahmen, um das Ganze zu finden. Diese Schriftzeichen müssen auf dem Holzbrett befestigt gewesen sein. Ich glaube nicht, dass diese Inschrift hier an ihrem richtigen Platz war. Sie hat wohl eher die Fassade des mächtigen Nordtors geschmückt. Was bedeuten nun diese 10 Schriftzeichen?
Der finnische Linguist Dr. Asko Parpula studiert die Schriftzeichen der Induskultur seit über 30 Jahren. Er hat eine Datenbank aller Schriftzeichen angelegt, die bislang gefunden wurden. Wenn wir das bildhafte Aussehen der Schrift betrachten, können wir sagen, dass es Piktogramme sind, wie beim Altägyptischen oder beim Altchinesischen. Betrachten wir aber das System als eine Schrift, die Sprache darstellt, können wir sagen, dass es logosyllabisch ist, die älteste Art des Schreibens. Dank der Arbeit von Dr. Parpula können wir 386 verschiedene Schriftzeichen unterscheiden. Er durchsuchte die Datenbank nach Zeichen, die den unlängst in Dolavira entdeckten 10 ähnelten. I cannot certainly read it, but I can point out that there's a Ich kann sie zwar nicht entziffern, aber ich stelle fest, dass es auf diesem Brett eine Abfolge von 5 Zeichen gibt, wie sie auch bei einem der inzwischen zerbrochenen großen Siegel in Mohenjo-Daro vorkommt. Ich glaube, die Größe des Siegels verweist auf einen hohen Rang. Mit anderen Worten, ein großes Siegel gehörte einer wichtigen Persönlichkeit. Außerdem sehen wir auch dieses letzte Zeichen. Es kommt 2-mal vor und ähnelt dem Dharma-Chakra. Das Dharma-Chakra ist wahrscheinlich ein Symbol für die Lebensenergie und stellt die Sonne dar. In Südasien war es in runder Form oft das Symbol für den idealen König. Dr. Parpula glaubt, dass sich die Schriftzeichen von Dolavira auf Autoritätspersonen beziehen. Ich glaube, die Vorstellung von einem Priesterkönig ist hier nicht angebracht. Vielmehr vermuten wir, dass das Reich von Harappa nicht nur von einer Person regiert wurde. Es war ein Reich, in dem es um Wirtschaft und um Kultur ging. In unmittelbarer Nachbarschaft gab es mehrere Herrscher. Manche waren mächtiger als die anderen. Vielleicht gab es sogar einen, der am mächtigsten war. Es gab mehrere Könige, die über kleinere und größere Königreiche herrschten. Die 10 Schriftzeichen auf dem Brett, das beim Nordtor gefunden wurde, stellen vielleicht die Namen bedeutender Persönlichkeiten von Dolavira dar. In der Induskultur war dieser Kopfschmuck mit Hörnern ein Machtsymbol. Worauf gründeten die Anführer von Dolavira, der Stadt des Wassers, diese Macht? Mitten im Zentrum von Dolavira stehen die Überreste einer Werkstatt. Da sie direkt neben der Festung liegt, war sie vermutlich von besonderer Bedeutung. Einen solchen Arbeitstisch benutzte man zum Schneiden und Polieren von Karneol und anderen Halbedelsteinen. Schmucksteine aus den Dolavira-Ruinen. Die Handwerker unterstrichen beim Schleifen und Schneiden der Halbedelsteine deren natürliche Zeichnung. Viele schöne Stücke aus der Induskultur fanden sich weit entfernt vom Indus, jenseits des Meeres. Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt an der Meerenge zum Persischen Golf.
Heute kennt man Abu Dhabi als erdölproduzierendes Land. Es besitzt einen wichtigen Handelshafen. Hier legen Schiffe an aus dem Iran, aus Pakistan und vielen anderen Ländern. Unter den Funden, die hier im Museum von Abu Dhabi aufbewahrt werden, entdeckte man zahlreiche Überreste der Induskultur. Diese Halskette aus rotem Karneol stammt zweifellos aus dem Industal. Um 2300 vor Christus blühte in dieser Gegend die Umm al-Nahr-Kultur. In diesen Königsgräbern fanden sich viele Gegenstände aus Karneol, die aus der Indusregion stammen.